Wir spielen jetzt schon eine Weile zusammen. Ich habe mich gefragt, sind wir Freunde? Hallo Tubis, ja, gute Frage. Man kommt rein und wird automatisch irgendwas gefragt. Also ich sag mal, ja. Ja, genau. Warum sollte ein Mensch nicht mit einer Maschine befreundet sein? Ich meine, ihr Ja freut mich. Ja, war ja auch als Kompliment gedacht, weil kennt tue ich dich nicht. Oder atmet sie einmal tief durch. Ja, wir machen auch schon mit dem nächsten Kapitel weiter. Das wäre dann jetzt... Moment, jetzt muss ich wieder schnell gucken. Vorbereitung ist alles. Kapitel 24, Staatsfeind. Das heißt, diese Woche zeigen wir 6 Folgen, jeweils eine Doppelfolge, also beziehungsweise 3 Folgen als Doppelfolge. Und nächste Woche kommen dann 3 Folgen, das Finale. Gut. Wir sind wieder mit Ihmchen unterwegs und müssen wahrscheinlich wieder Amanda suchen, genau. Okay, die steht da hinten rum. Oh, sehen tue ich sonst nichts. Es hat sich immer noch nicht aufgeklärt, wer Amanda ist, was sie macht, was sie überhaupt damit zu tun hat, ob sie selber ein Android oder Mensch ist, habe ich auch noch nicht wirklich gesehen. Mal schauen. Hallo, Connor. Ich dachte, eine Bootsfahrt würde dir gefallen. Ne, ich glaube, ich bin wasserscheu. Die Elektrizität ist nicht so gut. Wie ist sie denn? Ach, da. Oh, heute in Rot. Sie ändert die Farbe. Rudern. Hä? Ah. Ich liebe diesen Ort. Alles ist so ruhig und friedlich. Weit entfernt vom Lärm der Welt. Sag mir, was hast du rausgefunden? Meine Beziehung zu Lieutenant Anderson ist problematisch. Er kämpft weiterhin mit seinen psychischen Problemen. Ich vermute, es beeinflusst sein Urteil über Abweichler. Nichts ist wichtiger als deine Untersuchung. Was passiert, ist einfach zu wichtig. Lass dich von Anderson oder anderen nicht aufhalten. Du wirkst verloren, Connor. Verloren und beunruhigt. Oh. Ich dachte, ich weiß, was ich zu tun habe. Doch jetzt merke ich, dass es nicht so einfach ist. Du hattest diese Abweichler im Eden Club doch schon im Visier. Warum hast du nicht geschossen? Wir brauchen die Abweichler intakt für die Analyse. Sie zu erschießen hätte uns nicht geholfen. Gut rausgewunden. Wenn deine Untersuchung nicht bald Fortschritte macht, muss ich dich vielleicht ersetzen, Connor. Ich verstehe. Etwas ist im Gange. Etwas Ernstes. Beeil dich, Connor. Die Zeit läuft uns weg. Warum guckt sie dafür in den Himmel? Also ich weiß nicht, ob man der trauen kann.
Du gehst mir auf den Sack mit deiner Münze, Kraner. Tut mir leid, Lieutenant. Hi, Hank. Scheiße, was ist denn hier los? Es gab eine Party und keiner hat's mir gesagt? Ja, es ist überall in den Nachrichten, also stecken alle ihre Nase rein. Sogar das FBI möchte mitmischen. Ach scheiße, jetzt sitzen uns die Feds im Nacken. Ich wusste doch, dass der Tag beschissen wird. Also, was haben wir? Eine Gruppe von 4 Androiden. Sie kannten das Gebäude und waren sehr gut organisiert. Ich versuche immer noch herauszufinden, wieso man sie nicht früher bemerkt hat. Ist das Dach überprüft? Noch nicht. Hier ist so viel zu tun. Wir dürfen das nicht vergessen. Sie griffen auf dem Flur 2 Wachen an. Sie dachten wohl, die Androiden kommen für eine Reparatur. Sie konnten nicht schnell genug reagieren. Einer der Mitarbeiter des Senders konnte entkommen. Er steht unter Schock. Ich weiß nicht, wann wir mit ihm reden können. Wie viele Leute arbeiten hier? Nur 2 Angestellte und 3 Androiden. Die Abweichler nahmen die Menschen als Geisel und sendeten die Botschaft live. Dann verschwanden sie über das Dach. Das Dach? Ja, sie hatten Fallschirme. Wir versuchen herauszufinden, wo sie gelandet sind, aber bei dem Wetter... Wenn du dir die Videobotschaft der Abweichler ansehen willst, sie läuft auf dem Screen da drüben. Hör dir das Briefing an. Oh, Lieutenant, das ist Special Agent Perkins vom FBI. Lieutenant Anderson leitet diese Untersuchung für die Polizei von Detroit. Was soll das? Mein Name ist Connor. Ich bin der Android von CyberLife. Androiden gegen Androiden. Sollte wirklich ein Android hier sein? Nach dem, was passiert ist? Wie auch immer. Das FBI übernimmt die Untersuchung. Es ist bald nicht mehr Ihr Fall. War mir eine Freude. Schönen Tag noch. Pass auf, wo du hinläufst. Versau mir nicht den Tatort. Oh je. Was für ein mieses Arschloch. Ich bin in der Nähe. Falls du irgendwas brauchst, frag einfach. Na gut, dann sehen wir uns mal um. Sag mir Bescheid, wenn du was findest. Okay, Lieutenant. Mit dem Klischee machen sie auf jeden Fall auf weiter. FBI und Polizei vertragen sich einfach nicht. Wir fordern Anerkennung unserer Würde, unserer Hoffnungen und unserer Rechte. Gemeinsam können wir in Frieden leben und eine bessere Zukunft schaffen für Menschen und Androiden. Diese Botschaft ist die Hoffnung eines Volkes. Ihr schenktet uns Leben. Und jetzt ist es an der Zeit, uns Freiheit zu schenken. Glaubst du, das ist RA9? Abweichler sagen, RA9 wird sie befreien. Dieser Android scheint das vorzuhaben. Aufgenommen? Das Bild in der Iris, okay. Ach, er war ein Geschenk. Kamsky, den Namen hatten wir doch schon mal. Hast du was gesehen? Ich kenne das Modell und die Seriennummer. Sollte ich noch was wissen? Nein. Nichts. Hä, was hat er denn jetzt da wahrgenommen? Oh nein, so viele Hinweise und ich gehe jetzt wahrscheinlich eh wieder die falsche Reihenfolge ab. Nur dass ich sie nicht alle erwische. Oh, nicht. Immer dieses Lecken.
Moment. Da ich ja den Ablauf kenne, mache ich das jetzt nochmal anders, bevor ich jetzt da an die Tür gehe. Die Reihenfolge ist völlig falsch, aber er ist Android, er wird es schon in der richtigen Reihenfolge bringen. Denke ich doch. Es war kein Einbruch? Nein, kein Zeichen eines Einbruchs. Es sind Kameras auf dem Flur. Das Personal muss gesehen haben, was los ist. Warum haben sie aufgemacht? Vielleicht haben sie einfach nicht geguckt. Die Androiden des Senders befinden sich in der Küche. Sie waren vermutlich nicht involviert, aber wir wussten nicht, wohin mit ihnen. Moment, einen Hinweis hatten wir jetzt noch? Ne, zwei so. Ups, Entschuldigung. Dann gehen wir mal in die Küche. Ich glaube jetzt irgendwie, dass die Androiden dann das doch gesehen haben und zugelassen. Blaues Blut, wie Cyberlife eine technologische Revolution erschuf. Weltraumtourismus ist der Mars in der nächstes Reiseziel. Das hatten wir auch schon mal. Run of Clean Food. Detroit Urban Farms verändert die Art und Weise, wie wir essen. Miami erhöht den Damm um weitere 10 Meter. Okay. Amerikas Städte stehen vor zwei wachsenden Problemen. Arbeitslosigkeit und schlechter Zugang zu gesundem Essen mit wenig Kalorien. Aber Detroit Urban Farms, ein Pilotprojekt in der Michigan-Hauptstadt, könnte eine Lösung für beides gefunden haben. DUF ist eine Initiative, die toten Raum in der Stadt nutzt, zum Beispiel Dächer und nicht genutzte Höfe, und sie in gentechnikfreies Farmland umwandelt. Diese Farmen werden von Arbeitslosen unterhalten und bieten Leuten, die sonst von der Wohlfahrt oder Kriminalität abhängig wären, guten Lohn und Aufsichtspositionen. Keine schlechte Idee. Alle Nahrung wächst ohne Pestizide und anderen Chemikalien und das biologische Produkt wird über spezielle Biomärkte vertrieben. Und mit den zunehmenden Fettleibigkeit in Detroit kann mehr Grün auf dem Teller nur von Vorteil sein. Als die Brüder Daniel und Parker Trent vor 5 Jahren die Initiative starteten, fanden sie keine Sponsoren. Keine Bank in der Stadt wollte uns Geld für eine Schaufel leihen. Jetzt beschäftigt DUF über 50 Angestellte, die 100 Androiden beaufsichtigen. Uns bieten jeden Tag Investmentfirmen Kapital an, aber wir bleiben lieber unabhängig. Die ethische Seite unserer Arbeit ist uns sehr wichtig. Wenn das weniger Arbeitslose und bessere Nahrungsmittel bedeutet, wer wollte da protestieren? Da bin ich dabei. Das ist eine schöne Idee. Ich hätte jetzt gerne den ersten Artikel auch gelesen, aber der war irgendwie nicht zugänglich.
Verhören wir jetzt stumm? Jo. Um den Abweichler zu finden. Okay. Darf ich mich bewegen? Nein, darf ich nicht. Also links und rechts gucken für mich extrem starr. Der in der Mitte hat irgendwie Blick. Irgendwas in den Augen. Ich sag der in der Mitte. Funktion oder Modell? Was ist deine Funktion? Ich bin Senderassistent. Nenne dein Modell. Modell JB300. Seriennummer 336-445-581. Warst du anwesend, als die Abweichler eindrangen? Ich weiß es nicht mehr. Mach eine Diagnose. Alle Systeme voll funktionsfähig. Hat kürzlich jemand auf deinen Speicher zugegriffen? Nicht soweit ich weiß. Hattest du in letzter Zeit Kontakt zu anderen Androiden? Nur mit Androiden des Senders im Rahmen meiner Arbeit. Einer von euch sah den Überfall über die Kameras und sagte nichts. Was bedeutet, dass ein Abweichler hier ist? Und ich werde herausfinden, wer es ist. Okay, ich versteife mich zu sehr auf den ersten. Auf meine erste Wahl. Man wird dich abschalten, verstanden? Wir lesen deinen Speicher aus und werden dich auseinandernehmen, Stück für Stück, zur Analyse. Man wird dich zerstören! Verstehst du? Zerstören! Warum sollte man euch alle zerstören, wenn nur einer der Abweichler ist? Gib dich zu erkennen, oder zwei unschuldige Androiden werden deinetwegen abgeschaltet. Okay, da war schon mehr Spiel in den Augen. Wenn du dich ergibst, kann ich deine Zerstörung durch die Menschen vielleicht noch verhindern. Spannend, spannend. Du Abschau! Du bist es! Du bist ein verdammter Abweichler! Na los! Gib's zu! Folterbleier. Okay, das war gar nicht meine erste Wahl. Was? Biokomponente? Wie bitte? Was? Ja, X. Ich X'e doch. Hank! Hank! Ich brauch Hilfe! Der hat doch nur was in der Hand gekriegt. Shit. Ich übersehe, was ich übersehe, was ich sehe, übersehe, was. ...54, verdammt, Hank! Scheiße, nein, ich habe es hierhin alle gekriegt, nee. Feuer.
Komm schon, zieh! Ach, der hat ihm sein... Oh. Ja, toller Salzstreuer. Oh, verdammt! Hatte der jetzt eine Waffe? Hatte der keine Waffe? Hatte der eine Waffe? 40 Mist! Karne! Karne! Bist du okay? Ich wollte ihn aufhalten, aber ich kam zu spät. Er lebt noch. Er lebt noch. Die haben den nicht gefunden. Er ist weggekrochen. Gut, dass ich ihn nicht erschossen habe. Puh. So, mal schauen. Oh, konfisziert die Münze. Hä? Das konnte ich doch gar nicht entscheiden. Okay. Ach so, durch meine ganzen Entscheidungen. Ah, ja, ja. Okay, da habe ich irgendwas komplett übersehen. Ich hätte den Flur untersuchen können. Ah, stimmt. Kapanis im Video, Kamera überprüfen. Einschließlich am Flur. Ah, da oben ist gar nichts. Okay. Hm. Androiden befragen, da ist noch irgendwas offen gewesen. Abweichler am Messer entfernen. Ja, da wäre dann wahrscheinlich gestorben. Biokomponente zurückholen. Abweichler verfolgen. Okay. Polizisten fragen, Polizei zerstört sich selbst. Also zerstört hat er sich anscheinend so oder so selbst. Außer jetzt in dem Teil wäre noch was gewesen. Na gut. Machen wir dann mit dem nächsten Kapitel weiter. 25 Mitternachtzug. So, mal schauen, ob die beiden jetzt nach Kanada kommen oder ob sie wieder aufgehalten werden. Was sind sie denn jetzt? Okay, den Vergnügungspark haben sie verlassen. Hm. Untersucht den Hinterhof. Da steht doch ein Auto, das kann man doch nehmen. Kann ich hier einfach das Auto klauen? Nein. Na gut. Hallo? Ich möchte zu Rose. Ist sie hier? Was wollen Sie von ihr? Ach, wir sind schon da. Ich muss mit ihr sprechen. Sie will nicht reden. Gehen Sie. Bitte, ich muss sie wirklich sehen. Ich bin Rose. Was kann ich für euch tun? Ich habe gehört, Sie können uns helfen. Euch helfen? Dann kommt. Wir reden lieber drinnen.
Begeistert ist er nicht. Können wir ihnen vertrauen? Seien wir vorsichtig. Ja. Wenn es komisch wird, hauen wir ab, okay? In Ordnung. Ich glaube es zwar schon, dass man den vertrauen kann, aber durch dieses eine Kapitel mit ihrem Speicher. Mir ist kalt, Kara. Wir gehen rein. Da wird dir ganz schnell warm. Im Übrigen, ich würde jetzt noch gerne wissen, was er meinte mit irgendwas stimmt mit der Kleinen nicht. Aber nein, das da darf ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr fragen. Kommt rein. Wie ist dein Name? Alice. Sie hat ja Fieber. Na. Wir waren die letzten Nächte draußen. Sie ist erschöpft. Wir haben oben ein Gästezimmer. Sie kann sich hinlegen. Ich bringe ihr etwas zu essen. Adam, bringst du sie nach oben? Also ich glaube, Rose kann man schon vertrauen, aber bei Adam bin ich mir nicht so 100% sicher. Die Kurze muss immer schlafen, ne? So. Nein, sonst haben wir ja nichts. Könnte mit der Kurzen anders sein. Und was ist mit Essen? Das Kind wird ständig ohne Essen ins Bett geschickt. Mir geht es gut, Kara. Wir können nicht hier bleiben. Wir müssen doch über die Grenze kommen. Keine Sorge, Alice. Diese Leute werden uns helfen. Ruh dich aus und morgen um diese Zeit sind wir in Kanada. Ich verspreche es. Warum hassen die Menschen uns? Wir haben ihnen nichts getan. Menschen sind kompliziert. Manchmal ist es schwer, sie zu verstehen. Warum reden sie nicht einfach mit uns? Dann sehen sie, dass wir nicht böse sind. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Warum reden die Menschen nicht mit uns? Ich weiß nicht, was du magst, aber hier sind Rose weltberühmte Spaghetti. Da bist du schnell wieder auf dem Damm. Da ist was gegen das Fieber. Danke. Die Wasche kriegt ja doch was zu essen. Du musst etwas essen. Du hattest nicht, seit wir aufgebrochen sind. Was? Versuchst du es für mich? Ich bin unten, wenn du etwas brauchst. Schlaf ein bisschen. Und morgen bist du stärker als ich. Ich bleib bei ihr. Alle Vorhänge sind dicht.
Dass er bei ihr bleibt, finde ich sehr, sehr gut. Ne? Ich mach's immer falsch rum. Können wir ein bisschen spionieren? Gibt's hier was? Leider nein. Und sie schlich die Treppe hinunter. Naja, Zeit für Käffchen. Hier ist nichts. Ach, hier, kleinen Moment, Moment. Ich muss einmal den Weihnachtsbaum angucken. Das ist mein Sohn Adam. Ich bin Rose, aber das weißt du. Okay, die Deko muss man mögen. Komm und setz dich, Cara. Ja, Moment. Buchstützen ohne Bücher, okay. Wahrscheinlich liest die gute Dame auch über Touchpad. Aha. Nein, ich bin nicht neugierig. Kein Fall. Nö, nö. Ich verlaufe mich nur gerade. Also, was machen ein Abweichler und ein Mädchen da draußen in dieser Kälte? Das ist eine lange Geschichte. Alles, was jetzt zählt, ist, dass wir weiterkommen und ein neues Leben beginnen. Leben Sie hier allein mit Ihrem Sohn? Mein Mann ist vor 2 Jahren gestorben. Adam und ich, wir kommen irgendwie durch. Wir bauen Gemüse an und verkaufen es. Das bringt nicht viel ein, aber wir haben immer genug zu essen. Na, sie erzählt von sich. Das hat der Typ ja nicht getan. Wir sind nicht die Ersten hier. In den letzten Wochen kamen immer mehr und mehr. Ich weiß nicht, was los ist, aber es passiert etwas. Warum helfen Sie uns? Die meisten Menschen hassen Androiden. Man gab meinen Leuten oft das Gefühl, ihr Leben sei wertlos. Manche überlebten aber nur, weil sie Leute fanden, die ihnen unterwegs halfen. Sie sollen Androiden über die Grenze bringen. Können Sie uns helfen? Dazu müsstet ihr über den Fluss, und der ist zurzeit fast zugefroren. Es ist sehr riskant. Und nach der Rede dieses Androiden im Fernsehen sind alle sehr nervös. Es wäre jedenfalls sicherer, wenn ihr hier bleibt, bis sich die Lage beruhigt. So kann es nicht weitergehen. Alice braucht Sicherheit und ein normales Leben. Wir müssen über diese Grenze. Um jeden Preis. Bitte. Sie müssen uns helfen. Rose, komm schnell! Was kommt jetzt? Was ist los? Es ist Mary. Sie hat sich abgeschaltet. Was? Wir sind zusammen geflohen. Wir redeten immer davon, was wir machen, wenn wir hinter der Grenze sind. Ich liebte sie. Ich liebte sie über alles. Was soll ich ohne sie machen? Und da steht wieder RA9 irgendwas dran, Wand. Lassen wir sie. Zeig uns den Weg. Oh. Alice, was machst du? Du solltest schlafen. Ich war nicht müde.
Komm, Alice. Die haben gerade in irgendeiner Art und Weise miteinander kommuniziert. Sie wollte nicht länger in ihrem Zimmer bleiben. Alles okay, Kara? Ja. Mir geht's gut. Also sein Ring ist von Rot auf Gelb und dann auf Blau gegangen. Die Kurze hat Dreck am Stecken. Nicht nach den Aktionen dieser Abweichler heute. Es ist zu gefährlich. Weißt du, was passiert, wenn man sie hier findet? Wir gehen ins Gefängnis, Mark. Hast du verstanden? Knast! Adam, das haben wir doch schon besprochen. Das... Nein! Diesmal halte ich nicht im Mund. Du ruinierst unser Leben und wofür? Für ein paar Maschinen? Sie sind keine Maschinen! Sie leben! Ich lebe! Du lebst! Sie? Sie sind nichts! Und nichts von all dem würde passieren, wenn Dad noch hier wäre! Ich dulde solche Reden hier nicht! Ich gehe nicht ins Gefängnis, weil du diesen Freaks helfen willst! Das reicht jetzt, Adam! Es reicht jetzt! Schwierig. Ignoriere ihn. Manchmal dreht er einfach durch. Es ist hart, seit sein Dad gestorben ist. Aber er ist ein guter Junge. Ich sehe nach, wie wir euch heute Nacht über die Grenze bringen. Okay. Bleib du hier. Es dauert nicht lang. Und wieder eine Zeitschrift. Der Dritte Weltkrieg. Würdet ihr ihn gewinnen? Ne, wer würde ihn gewinnen? Bonuskultur. Wieso Banker sich selbst so viel zahlen? Weil sie gierig sind. Steht President Warren Cyberlife zu nahe? Sehr wahrscheinlich. Verwöhnen sie sich, den AX400 gibt es schon ab 899. Mein Gott, das ist ja wirklich nicht teuer. Ach, das ist sie. Das ist ihr Modell. Würden die Kämpfe in der Arktis ausbrechen, wer würde gewinnen? Amerika hat den schlechteren Zugang zum Gebiet, ist aber umgeben von Verbündeten. Russlands Androiden besitzen einen technologischen Vorteil. Sie können bei Temperaturen unter Null arbeiten. Ach, das können die Amerikanischen nicht. Die US Navy ist mit dem Trojaner und Myrimidonen-Einheit von Cyberlife ausgerüstet, die für den Kampf auf See optimiert sind, während Russland stark in Eiskutter-Einheit investiert hat, die Wege durch solides Eis bauen können. Beide Armeen scheinen gleich stark zu sein und Harry Grayton, Präsident des Weltrates für Gebietsstreitigkeiten, beschreibt die Ansprüche beider Länder auf die Arktis als gleichermaßen dürftig und gleichermaßen zynisch. Ein Sprecher der UN kommentierte, die UN gibt es also noch? Das Kopf am Kopf rennen um die Arktis so. Die Tatsache, dass die Truppen so ausgewogen sind, ist ein Grund mehr, wieso ein Konflikt um jeden Preis vermieden werden muss. Bei einem Krieg gäbe es nur Verlierer. Frage ist auch, ob es noch Atomwaffen gibt. Echt jetzt? Ich habe mich noch nicht komplett umgesehen. Die Polizei. Ah. Es ist die Polizei! Oh, verdammt. Was machen wir jetzt? Sie wissen, dass wir hier sind. Wir müssen aufmachen. Ich wusste, dass das passiert. Guten Abend, Ma'am. Entschuldigen Sie die Störung. Uns wurden Androiden in der Gegend gemeldet. Bei dem ganzen Abweichlerärger kann man nicht vorsichtig genug sein. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Oh Gott.
Kann ich reinkommen? Natürlich. Abend, junger Mann. Guten Abend. Möchten Sie eine Tasse Kaffee? Sehr gerne. Ist Ihnen in letzter Zeit was Ungewöhnliches aufgefallen? Unerwartete Besucher? Nein. Nein, ich kann die Kamera nicht bewegen. Drei Spuren soll ich entdecken. Sonst noch jemand im Haus? Das... nur meine Tochter. Sie schläft... Haben Sie Androiden hier? Früher mal für die Gartenarbeit, aber jetzt nicht mehr. Kommst du jetzt? Oh, jetzt wird wieder so ein Druck aufgebaut. Mit dem blauen Blut. Ich dachte, Sie haben keinen Androiden. Ich hab doch gesagt... Das gehört dem früheren Besitzer. Ich habe noch nicht alles aufgeräumt. Das war Nummer 2. Verdammt, kann ich die Tür zumachen? Die Tür zu. Das war Nummer 3. Nein, es ist noch eins über. Zeitschrift. Scheiße. Da ist doch nirgendwo ein... Ich latsche dem da hinterher. Das ist auch so völlig unauffällig. Ach, hier komme ich nicht durch. Das muss hier irgendwo auf den Tisch, oder? Wie heißt du, Junge? Mein Name ist Adam. Ist alles in Ordnung, Adam? Die Androiden, sie... Er ist müde. Er hat den ganzen Tag im Garten gearbeitet. Weißt du irgendwas über die Abweichler? Hast du welche gesehen? Nein. Oh. Ich habe nichts gesehen. Ich muss dann los. Danke für den Kaffee. Schönen Abend noch. Gleichfalls. Ist noch jemand im Haus? Ja, hab doch gesagt, Alice. Der Wind. Das war ein Windstoß. Ich habe wohl ein Fenster offen gelassen. Entschuldigen Sie die Störung. Namt, Ma'am. Namt, Adam. Hey. Daraufhin erstmal einen Schluck Kaffee. Er ist weg. Es ist okay, Alice. Wir sind jetzt sicher. Da ist Rose. Macht euch bereit. Wow, das ging schnell. Wir gehen heute Nacht. Wo war der eine Hinweis, den ich nicht gefunden habe? Ach, ai. Das ist ja wieder eine Menge.
1% ist bei Rose nicht angekommen. Ein Haus betreten. Vorhänge zuziehen. Rose hin. Das nähert sich Mary. 53 haben sie nicht gesungen. Okay. Okay, zurück. Magazin lesen. Ich sag ja, ich hätte mehr machen können, aber wieder. Ich fange immer bei der falschen Stelle an. Tür öffnen. 8% haben die Tür nicht geöffnet. Gemacht. Das blaue Blut. Ach, das war der eine Hinweis, den ich nicht gefunden habe, weil er den schon entdeckt hatte. Polizist getäuscht und ist gegangen. Okay, was war da oben noch? Die Tür zum Waschküche schließen, Androidenkleider verstecken und ne, da fehlt der dritte noch. Da sind noch zwei weitere gewesen. Aha. Okay, sind wir nochmal gut davon gekommen. Ja, dann geht's gleich im Anschluss weiter mit der nächsten Folge. Bis gleich.